Et voilà, le couteau fini, lustré. Hallo liebe Messerfreunde, dies ist nun das zweite Video über die Firma Chambriard in Thiers. In diesem Video zeigt uns Pierre-Alexandre Chambriard die Fertigung des Taschenmessermodells Chambriard Le Thiers Compagnon. Der erste Schritt, um ein Compagnon zusammenzusetzen, ist die Feder an den Platinen zu befestigen. Même principe qu'avec le couteau de cuisine, on utilise le même clou. Man stellt sicher, dass die ganzen Überstände abgeschliffen sind und alles glatt ist und das Holz der Griffschalen dann glatt aufliegen kann. Hier sind die Messer noch alle gleich. Bei diesem Schritt ist es wichtig, dass alles einwandfrei funktioniert, dass die Feder bündig mit den Platinen ist und dass die Klinge nicht übersteht. Und das Ressort im offenen und geschlossenen Zustand nicht spürbar ist. Beim Einpassen der Klinge darf die Schneide die Feder nicht berühren. Nun sieht man, dass die Höhe der Klinge perfekt ausgerichtet ist. Die Klinge wackelt nicht und die maximale Bewegung ist so viel als Klingenschutz. Jetzt ist alles fertig, um das Messer komplett zusammenzubauen. Hier sind die Griffschalen. Die Bohrungen werden nun für die Vernietung vorbereitet. Genau wie bei den Küchenmessern werden die Stifte eingesetzt. Die Löcher dürfen nicht zu groß sein. Wie bei den Kochmessern lasse ich den Pin 1 bis 2 mm überstehen, um ihn dann direkt abschleifen zu können. Nun ist die erste Griffschale fixiert. Nun, da beide Griffschalen befestigt sind, kann man den Pin, der die Klinge hält, und den hinteren Pin, der die Feder fixiert, installieren. Diese beiden Pins sind für die Funktion da. So messe ich die richtige Länge.
Für die vordere Niete verwenden wir dickere Pins. An der Achse lasse ich etwas mehr Material stehen, da an dieser Stelle viel Kraft auf die Niete einwirkt und die Niete beim letzten Schliff auch an die Rundung der Backe angepasst wird. Das ist das kleine Stück der Platzhalter, der verhindert, dass man das Messer dann später nicht mehr öffnen kann. Jetzt prüfe ich, ob die Klinge funktioniert und nicht zu viel Spiel hat. Ein bisschen Spiel muss sein, die Spannung muss passen und die Klinge sollte zentriert sein. So bekommt man ein wunderbar funktionierendes Messer. Ein bisschen Öl. Ein paar Hammerschläge. Je vais refaire cette opération un certain nombre de fois jusqu'à que le couteau n'ait plus du tout de jeu, ni ouvert, ni fermé. Jetzt, da das Messer zusammengesetzt ist und funktioniert, fange ich mit dem Schleifen an. Wir arbeiten hier mit dieser Maschine mit Schleifbändern unterschiedlicher Körnung. Dieses Band ist das gröbste Band und es wird Schritt für Schritt feiner. Es sind einige Schleifvorgänge. Hier sieht man, wie man eine Rückenfeder freihand verziert. Diese spezielle Gravur ist nicht für die Standardmesser vorgesehen, sie ist den exklusiven Messern und den Einzelstücken vorbehalten. Dafür braucht man viel Zeit und viel Geschick. Thank you.